Ich mache es ganz kurz und werde sehr provokativ sein. Jede Demokratie oder respektive Demokratien sind einfach. Sie sind sich ähnlich. Sie sehen wirklich fast überall gleich aus. Jede Diktatur hingegen, jedes technokratische System, jedes autokratische System ist immer unterschiedlich. Und das macht es oft so schwer, die Tendenzen, den Raum, die Idee, die Codes dahinter zu entdecken und auch aufzudecken, welche Codes wir denn brauchen, um diese Ähnlichkeit der Demokratien zu fördern. Es gibt keine objektiven Datenreihen. Punkt. Codes sind eigentlich nichts anderes als die Regieanweisungen der Programmierer. Wenn wir also so tun, die Algorithmen sind objektiv und das Maschinenlearning, die Intelligenz, die künstliche Intelligenz, dann ist dahinter selbstverständlich eine künstliche Intelligenz, die aber ganz klar Regieanweisungen gekriegt hat. Und zwar erstaunlicherweise seit 2000, da wissen Sie, die Dotcom-Blase platzt, seit 2000 bis 2004, als Google entschieden hat, aus den Menschen, aus der menschlichen Erfahrung eine Zukunft zu entwerfen, die uns quasi als Kapital benutzt und es hinter objektiven Datenreihen versteckt. Wie ich sage, Sie haben das vielleicht gemerkt, 2008 bei der globalen Bankenkrise, als die Hoheit über das Narrativ bei gleichzeitiger Hoheit über die Daten, diese Kombination, ganz gefährlich, diese Hoheit über das Narrativ, bei der gleichzeitigen Hoheit über Daten, schon passiert bei der Bankenkrise. Die Menschen, alles Leben, alles Lebewesen in Datenpakete, in Kredit umfunktionieren kann. Und das ist etwas, was nie diskutiert wird. Seit der Bankenkrise haben die Menschen keinen Kredit, sie sind Kredit. Das sehen Sie, wenn Sie mir es nicht glauben, am Skandal in Deutschland von Wirecard. Perfekt. Da hat es gereicht, einfach nur so zu tun und aus Deutschland zu kommen, damit alle klatschen und finden, juppie, jetzt haben wir ein europäisches PayPal und erst noch unter deutscher Aufsicht. Muss ja gut sein, die deutsche Qualität. Fiktiv, Fiktion. Und dieses Thema wird von den wenigsten Programmierern, da benutze ich extra die männliche Sprache, von dieser Inselwelt, von dieser KI-Inselstammwelt, wie sie Amy Webb nennt, eines der besten Bücher neben Shoshana Zuboff, dem Überwachungskapitalismus, zu dem Funktionieren der Zukunftsoptionen auf menschliche Erfahrung. Das wird kaum diskutiert. Zukunft ist auch keine technische Frage, sondern eine politische. Diese ganze Optimierung, wer nicht mit der Optimierung, an der Optimierung teilhaben will, wird ausgeschlossen. Nein, sehr verehrte Damen und Herren, die Demokratie hat keinen Verfassungsgrundsatz, dass alle optimierten Menschen sind den Maschinen gleich. Objektiv ist die Technik nur dann, wenn sie wie Grundrechten allen zusteht. Hier das Stichwort Open Source, da werden wir mehr dazu hören. Ich möchte Sie aber provozieren. Und zwar müssen wir das System anders denken. Deshalb schlage ich vor, dass wir Menschen, die mit Menschen, Lebewesen, Natur, der Umgebung arbeiten, vierfach, fünffach, sechsfach, zehnfach, hundertfach, tausendfach mehr bezahlen als Maschinen und Menschen, die mit Daten arbeiten. Das würde das ganze System der kodifizierten Welt auf den Kopf stellen. Dies eingeworfen, stelle ich mit großer Freude unseren ersten Keynote-Speaker, Professor Dr. René Spitz, vor. Er ist mittlerweile an der Rheinischen Fachhochschule, also der Universität, der Hochschule.
Er ist aber der Design Thinker auch Europas. Wir haben auch auf europäischer Ebene 10 Jahre zusammengearbeitet. Er ist ein Brain, der versucht, Raum, gesellschaftliche Verantwortung und Technik zusammenzudenken. Er ist auch darauf gestoßen, in der ganz minutiösen und auch wissenschaftlichen und auch populären Auseinandersetzungen, unter anderem mit dem Bauhaus, der Bauhausschule, ganz speziell mit Ulm, diesem großartigen Projekt der Hochschule für Gestaltung, des Internationalen Forums für Gestaltung, das er lange Jahre geleitet hat und deren Projekte er immer noch verfolgt. Also es ist hier, den habe ich extra, haben wir den von Swiss Future und TH Swiss gemeinsam hier nach Bern gebracht, um uns genau über die Gestaltung wieder ein bisschen Gedanken zu machen, weil das wird, passiert viel zu wenig. Es wird immer gedacht, ja, Form follows Function. Wir hören wahrscheinlich etwas anderes. Professor Dr. René Spitz ist ganz viele. Er ist mir auch eine große Inspiration, ein Autor von ganz wichtigen Büchern. Und eines ist sehr populär und wahnsinnig gut zu lesen, da bin ich schon neidisch, ist 100 Bücher, die jeder Gestalter oder eben jeder Designer gelesen haben soll. Und da hat er Designer, Designerinnen aus der ganzen Welt gefragt, welche Bücher haben sie inspiriert. Das ist großartig. Es ist so wie das Allgemeinwissen, das globale Allgemeinwissen für Gestaltung. Ich habe jetzt sicher ganz viel vergessen, wie ich Professor Dr. René Spitz noch anpreisen könnte. Was auch ganz wichtig ist, diese Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Er hat schon über 300, glaube ich, Beiträge für den Westdeutschen Rundfunk unter dem Stichwort Designkritik gemacht. Also er verfolgt die sogenannten Trends, die Geschichte und ist auch da am Ball und nicht nur als Forscher und Wissenschaftler. René Spitz, vielen Dank. Hast du den Weg von Köln nach Bern geschafft, zum ersten Mal in Bern. Und wir freuen uns auf dein Keynote. The floor is yours. Dankeschön. So. Hast du alles? Ich habe alles. Ich habe meinen Kopf, das ist, glaube ich, das Wichtigste heute. Und mein loses Mundwerk habe ich auch dabei. Liebe Regula, den Sockel, den du hier errichtet hast, den konnte ich kaum erklimmen und der ist so hoch geworden, dass die Fallhöhe wirklich, das wird schmerzhaft für mich. Donnerstag, 17. September 2020. Die Polizei Düsseldorf teilt mit, dass gegen Hacker ermittelt werde wegen fahrlässiger Tötung. Sie waren in die Server der Universitätsklinik eingedrungen und konnten sie verschlüsseln. Der Klinikbetrieb musste eingestellt werden. Eine Frau verstarb in der Folge einer verspäteten Behandlung. Die Hacker stellten sich als Erpresser heraus. Sie richteten ihre Lösegeldforderung an die Universität Düsseldorf. Es erscheint zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich, dass den Kriminellen der Unterschied zwischen der Uni und der Uniklinik nicht bewusst war und die Klinik nur versehentlich gehackt wurde. Donnerstag, 17. September 2020. Medienberichten zufolge zeigte sich der Präsident der Vereinigten Staaten enttäuscht darüber, dass die Regierung der USA keine Provision erhalten darf. Er hatte angekündigt, dem Unternehmen TikTok den Geschäftsbetrieb zu untersagen. Die Rechtsgrundlage dieser Absicht ist nicht abschließend geklärt. TikTok müsse an ein amerikanisches Unternehmen verkauft werden oder den Betrieb einstellen. Der Präsident forderte dann, dass der Käufer eine Vermittlungsprovision an die Regierung zu entrichten hätte. Dafür fehlt allerdings die Rechtsgrundlage, daher seine Enttäuschung. Mittwoch, 16. September 2020. Kim Kardashian West, deren persönliche Botschaften weltweit von mehr als 188 Millionen Menschen über Instagram abonniert werden. Zum Vergleich,
Die 100 auflagenstärksten Zeitungen der Welt haben insgesamt 150 Millionen Käufer. Kim Kardashian West hat angekündigt, dass sie einen Tag lang Instagram boykottieren werde. Ihr Boykott sei Ausdruck ihres Protestes dagegen, dass die Verbreitung von Hass, Propaganda und Falschinformationen auf Instagram und Facebook dem Mutterkonzern zugelassen würden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Dreiviertelstunde, die mir zur Verfügung steht, können wir gemeinsam mühelos viele solche Meldungen sammeln und uns gegenseitig vorlesen. Die Versuchung war groß, dieses unterhaltsame und zynische Spiel zu spielen. Das Bullshit-Bingo der grotesken Sachverhalte. Grotesker noch als die Sachverhalte, falls eine Steigerung denkbar ist, wirkt unsere Reaktion auf die Sachverhalte. Sie erscheinen uns ja völlig normal. Zwar jenseits von Sinn und Verstand, insofern auch anormal und gleichzeitig doch alltäglich. Wir sind dran gewöhnt, abgestumpft, ermattet. Schulterzucken, weitermachen. Denn wir sind uns gewiss, die nächste Meldung ereilt uns in Kürze. Ich habe mich für einen anderen Beitrag entschieden. Ich lade Sie dazu ein, dass wir uns von diesen Momentaufnahmen für ein paar Minuten entfernen. Und ich möchte mit Ihnen ein paar Gedanken zum Übergreifenden, zum Allgemeinen austauschen. Ich strebe eine etwas größere Flughöhe an. Und auch da ist mir bewusst, dass nun damit auch die Fallhöhe steigt und damit dann eben auch der Schmerz beim Aufprall auf den Boden der Tatsachen. Ich darf mich mit nur noch ganz wenigen Worten ganz kurz vorstellen. Ich bin René Spitz, ich beschäftige mich mit Design in einer wissenschaftlichen Weise. Ich lehre Designwissenschaft und Kommunikationsmanagement an der Rheinischen Fachhochschule Köln und seit 23 Jahren berichte ich im Westdeutschen Rundfunk über Design. Daraus sind bisher mehr als 400 Sendungen entstanden. Natürlich ist mein Ziel 500 und dann werde ich definitiv den Löffel auch abgeben. Ich habe in den 80er Jahren Ottel Eicher kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet. Seitdem beschäftige ich mich mit der Hochschule für Gestaltung Ulm. Die HFG Ulm war nach meiner Bewertung die weltweit einflussreichste Designhochschule des 20. Jahrhunderts. Für die Entwicklung des modernen Designs ist sie wichtiger als das Bauhaus, das eine Kunsthochschule war. Die HFG Ulm wurde nicht gegründet, um ein ästhetisches Defizit zu beheben. Die HFG Ulm wurde gegründet, um ein gesellschaftliches Defizit zu beheben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs richtete die HFG ihre Aufmerksamkeit auf die Frage, welche gesellschaftliche Verantwortung die Gestalterinnen und Gestalter tragen. Deshalb ist die HFG Ulm für das Thema, das uns heute hier zusammengeführt hat, von besonderer Bedeutung. Die HFG Ulm war der Ort auf der Welt, an dem wie an keinem anderen zuvor Beiträge zum Verhältnis von Design, Macht und Demokratie hervorgebracht wurden. Meine Argumentation zu unserem Thema Design, Macht, Demokratie läuft auf folgende Kernaussagen hinaus. Erstens, Design hat uns hierher in die Digitale gebracht, aber ab sofort kommen wir mit Design nicht mehr weiter. Zweitens, die gegenwärtigen Formen sind untauglich. Ab sofort brauchen wir andere Formen für unsere neue Wirklichkeit. Und drittens, die Aufgaben, die vor uns liegen, können wir unter der Überschrift zusammenfassen, die kulturelle Bewältigung der digitalen Zivilisation. Im Anschluss an Heidegger können wir sagen, wir sind die Bedingten. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht ohne Dinge existieren. Es gibt kein Menschsein ohne die Dinge, die uns umgeben, mit denen wir uns umgeben. Etymologisch betrachtet ist ein Ding, das althochdeutsche Thing, das, was uns zusammenbringt. Wir kommen im Thing zusammen,
Das ist ein befriedeter Platz, um zu beraten, zu verhandeln und später vor allem, um Recht zu sprechen und ein Urteil zu fällen. Das Ding ist eine wichtige Angelegenheit. Als einen Gegenstand bezeichnen wir das Ding, das uns entgegensteht, das uns im Weg ist. Der Gegenstand steht zwischen uns und der Welt. Wir können den Gegenstand nicht beiseite lassen, ignorieren. Wenn es so wäre, dann stände er uns nicht im Wege. Wir können ihn nicht umgehen. Wir kommen nicht drumherum. Der Gegenstand ist uns wichtig. Er ist für uns relevant. Er ist für uns interessant. Das lateinische Interesse bezeichnet wörtlich das Dazwischensein. Das Interesse befindet sich zwischen uns und den anderen. Wenn zwischen uns nichts ist, dann ist da auch kein Interesse. Weil Gegenstände sich zwischen uns befinden, sind Gegenstände für uns per se interessant. Die Bedingungen unserer Existenz behagen uns meist nicht. Wir sehen, dass Menschen sich gegenseitig töten. Wir hören, dass sie sich vorher quälen. Wir erleben Lug und Betrug. Wir werden bestohlen. Menschen zerstören voll Schadenfreude in kurzen Augenblicken, was andere mühsam aufgebaut haben. Es ist zum Verzweifeln. Da liegt die Versuchung nahe, sich ein tröstendes Sehnsuchtsbild vor Augen zu stellen, nämlich eine Vorstellung vom ursprünglich reinen Menschen. An und für sich ist der Mensch doch gut. Er bringt doch das Zeug dafür mit. Dass er sich immer wieder gegen seine unschuldige Natur verhält, das Widernatürliche, das muss wohl von außen kommen. Es sind die Dinge. Sie verschmutzen den Menschen. Eva zeigt Adam ein Ding und Adam greift zu. Da waren also mindestens zwei im Spiel. Außerdem noch ein Beobachter. Und ein Beobachter des Beobachters. Nach dieser Lesart ist die Zivilisation ein Verbrechen an der unbefleckten Natur des Menschen. Die Uhr des Sündenfalls zurückzudrehen, ist da ganz einfach. Zurück zur Natur, zurück zum Ursprung gelangt, wer ohne die Dinge lebt. Askese ist die unbedingte Existenz. Sie ist gleichbedeutend mit dem Rückzug aus der Gemeinschaft, aus unserer Welt. Einzelnen gelingt das. Wohin, fragen die meisten Menschen. In welche Welt sollen wir uns zurückziehen? Askese, less is more, überfordert die Menschen. Versuchen wir es und folgen wir dem Asketen, dann verwandelt sich Askese in Ideologie. Dann werden wiederum ganz viele spezifische Dinge erforderlich, damit wir orthodox leben können. Wir können darin tragische oder auch lachhafte Ironie sehen. Oder wir bleiben bei der nüchternen Erkenntnis der Anthropologen, die uns lehren, dass die menschliche Existenz eine bedingte Existenz ist. Jede menschliche Äußerung hat eine Form. Die Äußerung ist nicht aktiv. Sie nimmt keine Form an. Sie hat nur deshalb eine Form, weil wir eine Form geben. Jedem Satz verleihen wir eine Form. Jeder Bewegung verleihen wir eine Form. Wenn wir eine Äußerung in Form bringen, erzeugen wir Information. Eine Information ist noch kein Wissen. Eine Information ist, was einen Unterschied macht. Wenn ich 5 Streichhölzer in meiner Hand halte und nur eines davon ragt aus der Reihe heraus, dann ist das eine Information. Mehr nicht. Eine Information hat keine Bedeutung. Wir geben ihr eine Bedeutung. Wir können ihr auch eine andere Bedeutung geben. Sie kann lauten: Nimm dieses Streichholz. Oder sieh mal an, dieses freche Ding. Oder 1 von 5, also
20% und so weiter. Darum sind Informationen niemals neutral. Sie nehmen den Wert an, den wir ihnen verleihen. Ob die Information wertvoll ist, entscheiden wir situativ und kontextabhängig. Tückisch ist die geläufige Trennung zwischen Form und Inhalt, zwischen Substanz und Erscheinung. Ausgangspunkt dieser Unterscheidung ist die Annahme, dass der Stoff im Grunde derselbe bleibt, auch wenn er in eine andere Form gebracht wird. Wir reden doch vom Rohstoff. Gold bleibt Gold, ob als Münze, Kette oder Krone. Ich bin kein Experte für Kostbarkeiten. Es ist aber offensichtlich, dass mit anderen Formen auch andere Werte und Bedeutungen verbunden sind. Der Rohstoff mag der gleiche sein, doch ist der Wert einer seltenen Münze ein anderer als der von Kronjuwelen. Das Entsetzen über den Diebstahl einer kiloschweren Goldmünze vor ein paar Jahren gründete auf der Vermutung, dass die Diebe ihre Beute einschmelzen würden, um sie zu versilbern. Daran sehen wir, der eigentliche Wert des Dings speist sich nicht aus seinem Rohstoff, sondern aus der Bedeutung, die wir ihm zuweisen. Anders gesagt, in der Form des Goldes als besonderer Münze besteht ihr Inhalt. Form und Inhalt sind zwei Seiten einer Medaille, die wir nur gedanklich oder begrifflich trennen können. Aber in der physischen Realität gibt es keine Medaille mit nur einer Seite. Es gibt keine Form ohne Inhalt. Sie bedingen sich gegenseitig. Eine andere Form bedeutet einen anderen Inhalt. Ihre Bedeutung ist der Form nicht inhärent. Sie wird ihr verliehen durch unsere willkürliche Zuweisung. Das Hakenkreuz ist eine weltweit verbreitete Form, dessen Inhalt zum Beispiel im Verweis auf Fruchtbarkeit oder den fortlaufenden jahreszeitlichen Wechsel bestehen kann. Nach einer willkürlichen Zuweisung vor 100 Jahren bedeutet es nun etwas ganz anderes für uns. Wenn es um Gegenstände geht, reden wir meist nicht von Form und Inhalt, sondern von Form und Funktion. Eine Funktion ist, worauf eine Handlung abzielt. Im Sitzen besteht die Funktion des Stuhls. Aber damit ist es nicht getan. Auf dem Stuhl dort hinten sitzt niemand. Er dient als Ablage, sozusagen als Beistelltisch. Ein anderer Stuhl ist die Garderobe für eine Jacke. Ein Küchenstuhl ist die Trittleiter, um das oberste Fach im Schrank zu erreichen. Ein beherzter Wurf des Stuhls durch die Fensterscheibe eröffnet uns den Notausstieg, wenn die Hütte brennt. Die Dinge haben nicht eine einzige Funktion. Den Dingen sind unendliche Funktionen zu eigen. Es gibt also keine Funktion im Singular. Es gibt keine Monofunktion, nur Funktionen, und zwar potenziell unendlich viele. Also nicht nur Multifunktion, sondern Omnifunktion. Die Rede von der Funktion verleitet uns zur Annahme, dass wir schon vorher wüssten, was hinterher mit den Dingen angestellt wird. Aber das ist ein folgenschwerer Irrtum. Denn sobald wir das Ding einmal aus der Hand gegeben haben, sobald es die Fabrik verlassen hat, wird es angewendet. Das heißt, Menschen vollziehen mit den Dingen praktisch eine Wendung. Menschen sind Anwender. Sie wenden eine intendierte Funktion des Herstellers in realisierte Funktionen, die zu ihren momentanen Situationen passen. Die Vielfalt der tatsächlichen Anwendungen ist unvorhersehbar. Dass die Form der Funktion folgt, ist ein Mythos im Sinne von Roland Barthes,
also ein Kommunikationsmuster, mit dessen Hilfe wir uns über das austauschen, was uns als Gesellschaft wichtig ist. Louis Sullivans Formel, dass die Form der Funktion folgt und das ist das Gesetz. Diese Formel ist A, ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat. Und dabei handelt es sich um einen höchst poetischen Zusammenhang, um eine Ode an die Schönheit der Natur. Und B wird diese Rede nach dem Stille-Post-Prinzip bis heute völlig sinnentstellend verzerrt. Sullivans Formel wird als Parole perpetuiert, als Aufruf, sich dem asketischen Diktat einer ästhetischen Einsilbigkeit zu unterwerfen. Das hat Sullivan nicht verdient. Die Form folgt nicht der Funktion, weil die Dinge nicht auf eine einzige Funktion reduziert werden können. Davon abgesehen ist die Form nicht aktiv. Sie ist passiv. Die Form ist nicht folgsam. Design ist das Phänomen einer spezifischen Gestaltungsweise in der Moderne. Für das Design sind vier Merkmale kennzeichnend. Erstens der industrielle Rahmen. Vor der Industrialisierung gibt es kein Design. Zweitens die Arbeitsteilung. Es handelt sich um eine Spezialisierung in sequenziellen Abläufen. Drittens die Serie. Wir reden von Design, wenn es um die massenhafte und identische Produktion nach einer Vorlage geht. Und viertens die kommerzielle Einbettung. In der Kombination dieser vier Elemente begründet sich der Unterschied zu anderen Gestaltungsweisen. Ingenieurwesen, Architektur, Kunst, sowohl darstellende als auch bildende Künste und Handwerk. Als Design bezeichnen wir sowohl die Praxis als auch das Resultat. Design ist zugleich ein Kind der Moderne als auch ein Antriebsfaktor, der den historischen Prozess der Modernisierung befeuert, weitertreibt und stabilisiert. Design ist ein neuer Begriff für eine neue Wirklichkeit. Er gelangt vor 80 Jahren in den deutschen Sprachraum. Damit wird ein neues Phänomen benannt. Eben die spezifische gestalterische Ausdrucksweise, die ich eben definiert habe. Vorher hieß das Industriekunst oder industrielle Formgebung. Zuerst widmet sich Design den Solitären. Das sind einzelne Aufgaben, unabhängig von ihrem Zusammenhang. Dann gestaltet Design Reihen und Programme. Das sind formal schlüssige Additionen und Skalierungen eines Solitärs, der sich im Raum ausdehnt. In der Moderne verwandelt sich die Welt in eine, deren Gegenstände Design sind, deren Botschaften von Designerinnen und Designern in Form gebracht wurden. Nicht alles, was wir tun, ist Design. Nicht jede Äußerung, die wir hervorbringen, ist Design. Aber fast alle Gegenstände, die uns umgeben, und fast alle Botschaften, die uns erreichen, sind heute Design. Ein Großteil unserer artifiziellen Umwelt ist Design. In den 1960er Jahren werden erste Anzeichen für einen Veränderungsschub sichtbar. Rechner werden nicht nur kleiner, sondern auch leistungsfähiger. Damit geht die Entwicklung des Systemgedankens einher. Ein System ist ein bedeutungsvoller Zusammenhang. Es enthält substituierbare Module und Knoten. Diese Knoten, die Verbindungselemente, etablieren das System. Sie kennen das von Lego. Ein Turm aus Bauklötzen reicht vielleicht bis zur Hüfte. Die kleinen Knöpfe auf den Lego-Steinen führen aber zu einer festen, reversiblen Verbindung, weshalb Lego-Türme viel höher und stabiler sind. Außerdem muss der Turm nicht so bleiben bis in alle Ewigkeit. Am Abend, wenn das Zimmer aufgeräumt werden muss, wird die Anwendung wieder in seine Module aufgelöst. Morgen wird daraus ein Bauernhof. Ein System ist per se
sowohl exklusiv als auch integrativ. Von außen schottet es sich ab. Insofern ist es exklusiv. Die Betriebssysteme von Microsoft und Apple verhindern prinzipiell den nahtlosen Austausch mit konkurrierenden Systemen. Die wenigen Türen, die dafür eingerichtet sind, sie gleichen Zollschranken in mittelalterlichen Befestigungsanlagen. Irgendwie besteht zwar Austausch, aber im Grunde ändert sich durch die Schnittstellen der Gesamtcharakter einer hermetischen Barriere nicht, sondern er wird ganz im Gegenteil dadurch erst richtig spürbar. Was aber Teil des Systems ist, das wird mit anderen Teilen verbunden. Zur Anschauung, das Apple-Programm iTunes ermöglichte das Musikhören auf verschiedenen Geräten, iPod, iPad, iPhone, iMac, Mac Mini, MacBook und Mac Pro in einem unterbrechungsfreien Kontinuum. Insofern ist ein System integrativ. Systemen wohnt die Tendenz zur internen und externen Expansion inne. Im Inneren bedeutet das Verdichtung der Verknüpfungen. Sie geht mit dem Versprechen steigender Leistung einher, zum Beispiel im Hinblick auf Geschwindigkeit oder Komfort. Wenn also iTunes nicht nur fürs Musikhören genutzt werden kann, sondern auch fürs Ansehen von Filmen. Wird das Leistungsversprechen eingelöst, dann erhöht sich dadurch die Attraktivität für Außenstehende, Teil des Systems zu werden. Deshalb expandieren erfolgreiche Systeme, indem sie neue Mitglieder integrieren. Es wird in den 1960er Jahren offenbar, dass die Moderne als Angebot zur Lösung sogenannter zahmer Probleme wirkt. Zahme Probleme sind isolierte Situationen, Solitäre und Programme, für deren Bearbeitung eine lineare, schrittweise Abfolge gemäß eines Entscheidungsbaums genügt. Die Anzahl der kritischen Elemente, die dabei berücksichtigt werden müssen, ist überschaubar. Ihr Einfluss ist kontrollierbar. Die Folgen der Lösung sind vorhersehbar. In den 60er Jahren wird der Verdacht artikuliert, dass der Stuhl eine unterkomplexe Aufgabe ist, verglichen mit den Aufgaben, die vor uns liegen. Der Stuhl ist als Aufgabe im Wesentlichen gelöst. Jeder neue Stuhl, der heute auf den Markt gebracht wird, ist ein Beitrag zum Problem. Wir sehen hier das Bild einer karibischen Bastardschildkröte, die verendet ist an einer Halsverletzung durch den Gurt eines weggeworfenen Strandstuhls. Es handelt sich dabei um eine der seltensten und am stärksten gefährdeten Meeresschildkrötenarten. Kennzeichnend für die Moderne sind sogenannte bösartige Probleme, die Wicked Problems, von Horst Rittel von der HFG Ulm beschrieben. Damit werden Konstellationen beschrieben, bei denen es die externe Position eines unabhängigen Beobachters nicht gibt. Covid-19 ist ein aktuelles Beispiel dafür. Es gibt niemanden, der die Lage von außen neutral und objektiv untersuchen kann. Es gibt so viele Daten, dass sie ein Einzelner nicht sammeln kann. Gleichzeitig sind sie widersprüchlich. Sie verändern sich fortwährend. Ihre Deutung hängt vom Zeitpunkt der Betrachtung, vom zugrunde liegenden Modell, von den Hypothesen und von der Einstellung des Deutenden ab. Wer sich an die Lösung eines Wicked Problems begibt, wird zum Teil des Problems. Im Design sind in der Folge viele Ansätze entstanden, die, ausgehend von den Erfahrungen und Paradigmen der Moderne, dabei helfen sollten, die allmähliche Verlagerung der Herausforderung von zahmen zu bösartigen Problemen zu bewältigen. Design reklamiert für sich, nicht nur temporäre Botschaften und isolierte Gerätschaften zu gestalten, sondern auch die umfassende Entität aus Abläufen und Erfahrungen, Service Design, Experience Design.
All dies aber stets im Rahmen des längst etablierten Erfahrungshorizonts, der durch die Bearbeitung von gegenständlichen Aufgaben geprägt ist. Das gegenwärtig beliebte Design Thinking erweckt bisweilen den Eindruck eines trivialen Rezepts, verglichen mit dem linearen Entscheidungsbaum des Problem Solving der 1960er Jahre. Ich habe vorgeschlagen, unsere Gegenwart nicht als moderne zu bezeichnen, sondern als digitale. Die moderne ist der Begriff für eine Etappe in der Menschheitsgeschichte, die sich von den vorherigen wesentlich durch ihr Zeitgefühl unterscheidet. Modern ist, wer im Jetzt lebt, um die Zukunft zu gestalten, weil sie oder er es kann und will. Und dafür brauchen Sie und er keine Genehmigung und außerdem liefert die Vergangenheit dafür keine Autorität. Das ist das Zeitgefühl der Moderne. Für unsere Gegenwart ist dieses Zeitgefühl aber nicht signifikant. Unsere Gegenwart ist durch Digitalisierung geprägt. Und deshalb erscheint mir der Begriff Digitale zutreffend. Die Moderne ist eine Designwelt. Design hat das Verschwinden der vormodernen Dinge befördert. In der Gegenwart aber verschwinden die Dinge selbst. Die Gegenstände stehen uns nicht mehr entgegen. Den Dingen kommt das Gegenständliche abhanden. Das Smartphone wird als Telefon genutzt, als Brief, als Fotokamera, als Teleobjektiv, als Weitwinkelobjektiv, als Filmkamera, als Blaufilter, als Rotfilter, als Dunkelkammer, als Zeitung, als Zeitschrift, als Fernseher, als Waage, als Uhr, als Herzfrequenzmesser, als Blutdruckmesser, als Landkarte, als Bücherregal, als Schreibmaschine, als Bilderbuch, als Taschenrechner, als Stereoanlage, als Radio, als Tonbandmaschine, als Klavier, als Flugsimulator, als Maschinengewehr. All diese Gegenstände und noch viel mehr hat ein einziges Ding in sich aufgesogen. Das Smartphone ist das schwarze Loch der materiellen Kultur der Moderne. Das Smartphone ist materiell gesehen eine Glasscheibe. Es verkörpert insofern das Transparenzparadigma der Moderne. Dieses Paradigma besagt, dass die verborgenen Kräfte sichtbar gemacht werden müssen durch Bloßstellen. Die Moderne überträgt die Metapher der statischen Kräfte, die in einem Gebäude wirken, auf den Staat. Die Kräfte, die in einem Staat wirken, also die politische Macht, müssen aus dem Verborgenen geholt und ausgeleuchtet werden. Sind sie sichtbar, können sie kontrolliert werden. Deshalb verurteilt die Moderne das schmückende Dekor. Die Dinge sollen bloße Konstruktion sein, purer Rohstoff, aufs Notwendigste reduziert. Die Moderne konstruiert tragende Skelette aus blankem Stahl und dichtet sie gegen Wind und Wetter mit Glas ab. Und bei der Gelegenheit interveniert Apple und will nicht, dass... So, jetzt geht's weiter. Dichtet sie gegen Glas ab. Das Smartphone entspricht diesem ästhetischen Ideal augenscheinlich. Aber tatsächlich widerspricht es ihm. Denn das Smartphone ist völlig undurchsichtig. Wenn wir darauf blicken, gewinnen wir keinen Durchblick. Was darin geschieht, ist undurchschaubar. Es ist eine Blackbox to go. Alles, was wir zu Gesicht bekommen, ist unser Spiegelbild. Dieser narzisstische schwarze Spiegel ist ein Ableckungsmanöver. Das Smartphone ist ein Ding zur Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ich projiziere meine Wünsche und Bedürfnisse darauf und bezahle mit Information. Es liefert mir den schnellsten Weg von Köln nach Bern und suggeriert, es koste mich nichts. Es verschweigt, dass ich mit meinen Daten bezahle. Um welche Daten es sich handelt und was damit geschieht und welchen Wert sie haben, werde ich nicht erfahren.
Bisher ist die Digitalisierung der Informationen im Rahmen unserer alten, gegenständlichen Vorstellung erfolgt. Für die Digitalisierung ist die IT zuständig, die Informationstechnologie. IT, das ist synonym mit Kabeln, Druckerpatronen und Papierstau. Facebook bezeichnet sich selbst als IT-Unternehmen. Wir wissen, dass das gelogen ist. Wir wissen, dass der Wert der Information nicht in ihrer Bandbreite und Frequenz besteht. Wir wissen, dass Facebook sich tarnt als selbstlose Hilfe zum Händchenhalten von Freunden und Verwandten in der Ferne. Unter dieser Tarnkappe existiert eine private Organisation, von der anzunehmen ist, dass ihr über jeden Menschen auf der Erde mehr Informationen zur Verfügung stehen als ihnen selbst. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es über eine einzige Institution möglich, die überwiegende Mehrheit aller Menschen zwischen 14 und 69 Jahren zu erreichen und zu wissen, wo sie leben, was sie können, wen sie kennen, mit wem sie sich austauschen, was sie lesen, was sie sehen, was sie kaufen und was sie sich leisten könnten, welche Einstellung sie vertreten, wie sie empfinden und wo sie sich befinden. In Echtzeit. Das hat es noch nie gegeben. Das ist die neue Wirklichkeit. Die Moderne ist 2007 in ihrem Kulminationspunkt, dem iPhone, in eine neue Wirklichkeit gekippt. Machen wir uns nichts vor. Wissen ist Macht. Daten sind kein Rohstoff. Daten sind keine neutralen Informationen. Daten sind ein Schatz. Daten sind Macht. Darin besteht die Herausforderung der Demokratie unter den Bedingungen der Digitale. Wir brauchen neue Formen für unsere neue Wirklichkeit. Wenn wir Telefon sagen, dann erscheinen eine Wählscheibe und ein öffentlicher Münzfernsprecher in unserer Vorstellung. Smartphone klingt nur nach einem klügeren, gewitzten Telefon. Das Auto tarnt sich als individuelles Fortbewegungsmittel, aber es ist eine große Datenaggregationsmaschine, von der sich viel über unsere Vorlieben und unsere Persönlichkeit lernen lässt. Der Stuhl tarnt sich als Sitzgelegenheit, aber es ist ein Sensorium zum Auskundschaften unseres heimischen Verhaltens. Der Fußboden tarnt sich als gediegene Holzdiele und es ist doch nur eine Vorrichtung zum Ablesen von Körpertemperatur und Blutdruck. Die Toilette tarnt sich als Hygieneartikel und ist doch nur eine Spürnase für die Einzelheiten unserer physischen Zustände. Design ist untrennbar mit der Vorstellung vom Formen der Gegenstände und vom Informieren über simple Sachstände verknüpft. Auch wenn es unzutreffend ist, widerspricht doch kaum einer, wenn es heißt, dass Designerinnen und Designer im Grunde nur dafür zuständig seien, hübsche Hüllen zu kreieren. Das ist nicht nur falsch, es ist eine Nebelkerze, die unseren Blick davon ablenkt, dass von den schönen Bildern und den schicken Dingen die Datenparasiten profitieren. Es wird uns nicht gelingen, das Design in die neue Wirklichkeit zu überführen. Wir müssen neu anfangen. Design wird es immer geben. Für die unterkomplexen Aufgaben, die mit der alten Wirklichkeit zu tun haben. Aber Design hilft uns nicht bei der neuen Wirklichkeit. Wir brauchen etwas völlig Neues. Wir brauchen neue Formen für die neue Wirklichkeit, in der die Kräfte sich nicht mehr gegenständlich manifestieren. In der die Menschen nicht Datenwirte für parasitäre Geschäftsmodelle sind. Wir brauchen etwas Neues, um die digitale Zivilisation kulturell zu bewältigen. Brechen wir auf. Machen wir uns auf den Weg. Stellen wir Fragen jenseits etablierter Denkmuster und verfestigter Begriffe.
Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Überlassen wir die humane Gestaltung der Welt nicht denjenigen, die für Gestaltung nichts übrig haben. Dankeschön. Vielen Dank. Wir können leider nicht klatschen, aber wir klatschen innerlich stark. Bleib, so schnell lasse ich dich noch nicht gehen. Sag mir eine Frage der Zukunft. Du sagst, wir müssen die richtigen Fragen stellen. Wir brauchen eine neue Wirklichkeit, wir brauchen eine neue Gestaltung. Hast du was? Wer fängt an? Wie bitte? Wer fängt an? Wo sehen wir Personen, Institutionen? Sehen wir Kräfte, die sagen, fangen wir an? Fangen wir an, eben eine neue... Mit etwas Neuem, mit etwas wirklich Neuem. Bist du da nicht in der Gefahr, wie Sigmund Baumann sagt, als Hannah Arendt-Schüler, die Welt, diese Dinge, die du ja auch gezeigt hast, quasi als Müllhalde zurückzulassen? Weißt du, also das ist ja, das könnte ja eine Gefahr sein. Also, dass wenn wir aufbrechen in neue Wirklichkeiten, dass wir eben dann einfach eine Müllhalde hinterlassen, die dann irgendwelche unter dem Algorithmus stehenden Leiharbeitenden wegräumen müssen. Also ich glaube, wenn ich an die Schildkröte denke, haben wir schon eine ganze Menge Müll. Also wir hinterlassen jetzt ohnehin Müll. Ja. Es geht eher darum, was wir tun können, damit das nicht weiter geschieht. Und vor allen Dingen müssen wir für das, was ich neue Wirklichkeit bezeichne, was ich versucht habe zu skizzieren, einen komplett, aus meiner Wahrnehmung, komplett neuen Ansatz aus der Taufe heben. Und jetzt kommt dann wieder der Designhistoriker, der sagt, so wie das Bauhaus versucht hat, etwas Neues zu machen, wie weit es ihnen gelungen ist, ist was anderes, aber das war der Anspruch. Und auch dann eben 35 Jahre später in Ulm, der Versuch, etwas komplett Neues zu machen. Und ich frage mich, wo auf der Welt passiert das im Moment? Der Ansatz, etwas Neues zu machen und nicht im Rahmen der bisherigen Muster zu optimieren, zu flicken, zu reparieren. Da würde ich natürlich, da können wir länger drüber reden, aber da würde ich dir als Staatsrechtlerin entgegenhalten, dass unsere Demokratien sehr wohl das Neue, das Alte und die Zukunft darstellen in der Verfassungswirklichkeit. Also ich plädiere beispielsweise, und das wäre ja nichts neu, bin auch dran an der Entwicklung für eine KI für Demokratie, weil KI als selbstlernendes System, als Rechensystem, wir haben die wichtigsten Dokumente der Rechtsstaatlichkeit, der Verfassungsmäßigkeit, der Urteile, also da lässt sich einiges machen. Also ich bin eh erstaunt, dass es keine Demokratie-App gibt. Ich habe übrigens gerade den Begriff für mich reserviert, Democracy-App. Falls Sie das jetzt gerne schnell machen wollen. Also ich würde da insofern widersprechen, dass es da nicht geht, etwas Neues zu schaffen, sondern die real existierende Welt in die digitale Erzählwelt, in diese Ideologie, in dieses Narrativ, in diese Datenhoheit, dort einfach massiv Druck auszuüben. Beispielsweise beim Müll, ist es klar, der Preis stimmt nicht. Der Preis dieses Strandstuhles ist völlig inkorrekt. Es ist eine völlige Absurdität. Es ist grotesk. Es ist eine Schweinerei. Es ist ein Skandalon ohnesgleichen. Dieser Preis, genau gleich wie ein Amazon-Paket, entspricht keinem realen Preis. Und dann würde ich eben sagen, eben, da könnten wir das, aber das wäre ja wieder das Alte. Kannst du mir noch entgegenhalten, wieso dass meine Form so nicht funktioniert? Also abgesehen mal davon, dass es einfach politisch nicht durchgesetzt werden will. Aber nicht nur, weil ich wirklich recht habe, aber kannst du mir sagen, was das Neue, die neue Wirklichkeit wäre? Wir erleben ja gerade erste Ansätze davon, wie Räume, ein physischer Raum, eine Erweiterung erfährt in einen digitalisierten Raum.
Das ist nicht das Gleiche. Wir haben eben kurze Hinweise dazu erhalten. Und dieser physische Raum ist aber jetzt nicht unschuldig. Unschuldig, damit meine ich, der Tisch ist nicht einfach nur ein Tisch und die Wand ist nicht einfach nur eine Wand, sondern das werden Internet of Things, das werden vernetzte Gegenstände, wo der Tisch nur jetzt, noch... Das ist wirklich die Information. Du siehst die Dinge wirklich als Information. Das sind also. Sensoren. Wir können auch sagen, es sind Sensoren, ja. Die ich mir aber in dem Sinne nur als Parasit ins Haus hole. Ich wollte jetzt den Tisch haben, weil ich den zum Essen oder zum Arbeiten ganz praktisch finde. Aber bei der Gelegenheit hat er mir noch klar gemacht, dass es eigentlich super ist, den an Strom anzuschließen, ans Netz anzuschließen. Dann ist es ein intelligenter Tisch. So, und in dem Moment beginnt ja die neue Wirklichkeit. Ich bin aber noch in der alten Wirklichkeit. Ich bin noch bei meinem Stehpult. Und das gilt auch für den Raum. Wenn die Wand gar keine physische Wand mehr ist, sondern nur ein Trägersystem für Displays und Sensoren, für Kameras und Mikrofone. Das heißt, das, wie wir groß geworden sind in einem unschuldigen Haus, wird verschwinden. Und da beginnt für mich dann die neue Wirklichkeit. Und die ist nicht gestaltet. Die ist nicht gestaltet, aber sie wird gestaltet von Menschen, die für Gestaltungen, wie ich frech behaupte, nichts übrig haben, weil sie sich für andere Dinge interessieren. Sehr klug. Ich denke... George Rose, wir werden das nochmal im Podium aufnehmen. Vielen herzlichen Dank. Ich bin bei einigen Dingen nicht mitgekommen, erstaunlicherweise. Es war wahnsinnig inspirierend, ganz anders über die Welt und die Dinge nachzudenken. Vielen, vielen herzlichen Dank.